Hallo, ich bin Nikita von Urban Bikes und zeige euch in diesem Video, was ihr beachten müsst beim Einbau und Ausbau eurer Laufräder. Falls ihr an eurem Bike mal die Laufräder ausbauen müsst, beispielsweise für einen Reifenwechsel oder einen Transport, müsst ihr folgende Dinge beachten. Um das Vorderrad zu entfernen, benötigt ihr lediglich einen 5 mm Innensechskant-Imbus. Ihr setzt den Imbus einfach auf der Antriebseite eures Bikes in die Achse ein und dreht gegen den Uhrzeigersinn. Ist die Achse vollständig gelöst, lässt sie sich einfach herausziehen. Bitte achtet beim Herausziehen der Vorderradachse darauf, dass das Vorderrad nicht nach unten herausfallen kann. Stellt es hierzu beispielsweise auf den Boden oder haltet es mit der anderen Hand fest. Ist die Vorderradachse gelöst, könnt ihr einfach die Gabel ein kleines bisschen auseinanderdrücken und das Vorderrad lässt sich einfach nach unten entfernen. Sollte euer Bike beispielsweise ohne Laufräder transportiert werden, achtet bitte unbedingt darauf, diesen mitgelieferten Clip zwischen den Bremsbelägen zu installieren. Schiebt den Clip zwischen den Bremsbelägen so weit ein, bis er an der Oberseite festrastet. Damit die Vorderradachse nicht verlegt wird, kann sie einfach wieder ohne Laufrad in die Gabel eingesetzt werden. Kommen wir als nächstes zur Demontage des Hinterrades. Bei einer Gangschaltung mit Schaltzug ist zu beachten, dass der Schaltzug am Schaltgriff maximal entspannt wird. Verfügt euer Bike über eine Shimano-Kettenschaltung, solltet ihr den grauen Hebel der Kettenspannungsvorrichtung auf Ausgeschaltet legen. Bei einem Bike mit Hinterradnabenmotor muss darauf geachtet werden, dass der Stecker gelöst ist und das Kabel des Motors vom Rahmen entfernt. Vor dem Entfernen des Hinterrades muss der Kabelbinder, der das Motorkabel am Rahmen fixiert, gelöst werden. Hierbei bitte vorsichtig vorgehen, dass das Motorkabel nicht beschädigt wird. Vor dem Entfernen des Hinterrades müssen auf beiden Seiten die Mutter und alle Unterlegscheiben entfernt werden. Achtet auch an dieser Stelle darauf, dass nach dem Entfernen der Muttern das Hinterrad nicht ungehindert nach unten herausfallen kann. Am besten haltet ihr es mit einer Hand fest, stellt das Rad auf den Boden oder sichert es beispielsweise mit eurem Knie von unten gegen herausfallen. Nun könnt ihr das Hinterrad vorsichtig nach unten entfernen. Achtet hierbei darauf, dass die Achse nicht an die Klangschaltung oder den Rahmen anschlägt. Damit sich bei ausgebautem Rad die Bremse nicht verstellt, muss auch hier der mitgelieferte Bremsscheibenclip eingesetzt werden. Verfügt euer Bike, wie in diesem Fall, über einen Riemenantrieb und eine Hinterradnabenschaltung, sind folgende Dinge zu beachten. Vor dem Ausbau des Hinterrades muss der Riemen des Antriebs vollständig entspannt sein. Wie der Riemen entspannt wird, erklären wir euch in unserem Video zum Riemenantrieb. Bevor der Schaltzug von der Hinterradnabe gelöst werden kann, muss dieser vollständig entspannt sein. Ist der Schaltzug vollständig entspannt, kann anhand von diesem Hebel weiter entspannt werden, sodass der Schaltzug einfach aus seiner Halterung herausgedreht werden kann. Im letzten Schritt wird der Gegenhalter des Schaltzugs einfach nach vorne herausgezogen. Die Muttern der Hinterradnabe lassen sich mit einem 6 mm Imbus lösen. Achtet auch hierbei darauf, dass das Hinterrad nicht nach unten aus dem Rahmen herausfallen kann, beispielsweise indem ihr das Rad auf den Boden stellt oder nach unten sichert oder von oben mit der Hand festhaltet. Entfernt auf diese Weise auf beiden Seiten sämtliche Muttern und Unterlegscheiben von der Achse. Sind alle Muttern und Unterlegscheiben von der Achse entfernt, kann das Hinterrad einfach nach unten vorsichtig herausgenommen werden. Der Riemen kann vom Ritzel gezogen werden und das Hinterrad ist frei. Sollte euer Bike wie in diesem Fall über eine 12 mm Steckachse am Hinterrad verfügen, muss der Schaltzug ebenfalls entspannt werden, die Kette aufs kleinste Ritzel gelegt und der Kettenspannmechanismus deaktiviert werden. Im Anschluss kann die Steckachse am Hinterrad äquivalent zum Vorderrad mit dem 5 mm Imbus eures Multitools herausgedreht und entfernt werden. Selbstverständlich muss auch hier beim Lösen der Hinterradachse beachtet werden, dass das Hinterrad nicht nach unten herausfallen kann. Beim Herausnehmen des Hinterrades muss auch wieder darauf geachtet werden, dass es keine Kollision mit dem Schaltwerk, dem Rahmen oder der Bremsscheibe gibt. Als nächstes widmen wir uns dem Hinterradeinbau. In diesem Fall betrachten wir insbesondere den Hinterradeinbau bei einem Modell mit Riemenantrieb und Hinterradnabenschaltung. Wenn ihr euer Hinterrad bei eurem riemengetriebenen Bike wieder installieren wollt, müsst ihr bedenken, dass vor dem Einsetzen des Hinterrades bereits der Riemen auf das hintere Ritzel und das vordere Kettenblatt aufgelegt werden muss, da das im montierten Zustand nicht mehr möglich sein wird. Ist der Riemen auf das vordere Kettenblatt und das hintere Ritzel korrekt aufgelegt, kann das Hinterrad problemlos von unten eingesetzt werden. Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass der Schaltarm der Hinterradnabenschaltung nicht am Rahmen kratzt und damit Schäden verursacht. Er kann vorsichtig daran vorbeigeführt werden, bevor das Rad weiter eingesetzt wird. Beim Einsetzen des Hinterrades sollte es auf keinen Fall zur Kollision der Bremsscheibe kommen, da diese sich ansonsten verformen könnte. Ist das Hinterrad nun in seine Position geführt, werden die Unterlegscheiben und Muttern wieder in der richtigen Reihenfolge aufgesetzt. Bei der Alfine-Hinterradnabe ist zu beachten, dass es sich um zwei unterschiedliche Nasenscheiben handelt. Eine blaue, die auf der Drive-Side bzw. auf der rechten Seite des Fahrrads installiert wird, und eine grüne für die gegenüberliegende Seite, also die Bremsseite des Fahrrades.
Die Nase der jeweiligen Unterlegscheibe sitzt im montierten Zustand in der Aussparung im Ausfallende. Nach der blauen bzw. grünen Nasenscheibe legen wir eine Unterlegscheibe auf das Gewinde auf und zu guter Letzt die Hexlox-Mutter. Diese wird mit einem 6 mm Imbusschlüssel, enthalten an eurem Multitool, wieder festgezogen. Achtet vor dem Festziehen unbedingt darauf, dass ihr wieder Druck von unten auf das Hinterrad ausübt, damit das Hinterrad in seiner vorgesehenen Position sitzt. Auf der gegenüberliegenden Seite wird auf die gleiche Weise verfahren. Zuerst die grüne Nasenscheibe, daraufhin die Unterlegscheibe und zum Schluss wieder die Hexlox-Mutter. Ist das Hinterrad an seiner endgültigen Position fest verschraubt, wird als nächstes wieder der Schaltzug eingehängt. Zuerst wird wieder das Ende der Schalthülle in den Gegenhalter der Narbe eingesetzt und durch Zug am Schaltzug rastet er in seine Position. Wie bereits beim Lösen des Schaltzugs drehen wir die Halterung dem Schaltzug entgegen, um ihn leichter einhängen zu können. Für die korrekte Funktion der Schaltung darf der Schaltzug nicht neben der Narbe liegen, sondern muss in der dafür vorgesehenen Rinne platziert werden. Und fertig ist der Einbau eurer Hinterradnabenschaltung. Im nächsten Schritt zeige ich euch, wie ihr das Hinterrad bei eurem E-Bike mit Kettenschaltung einbaut und was dabei besonders zu beachten ist. Achtet zuallererst darauf, dass die Achse eures Hinterrades in der richtigen Orientierung vorliegt. Das bedeutet, dass das Motorkabel nach unten aus der Achse herauslaufen muss. Da die Gangschaltung beim Ausbau auf das kleinste Ritzel gestellt war, müssen wir auch jetzt die Kette wieder aufs kleine Ritzel legen. Achtet auch hier beim Einbau wieder unbedingt darauf, dass es keine Kollision zwischen Schaltwerk, Achse und Bremsscheibe gibt. Am besten sorgt ihr wieder dafür, dass ein ständiger Druck von unten auf das Hinterrad ausgeübt wird. Sei es entweder dadurch, dass das Fahrrad auf dem Boden steht oder dass wie hier ein Knie von unten angesetzt wird. Achtet als nächstes wieder darauf, dass die Nasenscheiben in der richtigen Orientierung und als allererstes auf die Achse aufgesteckt werden. Die Nase zeigt nach unten und liegt im offenen Ausfallende. Als nächstes folgt die schwarze Unterlegscheibe und zu guter Letzt die schwarze Mutter. Auf beiden Seiten wird hierbei auf die gleiche Weise vorgegangen. Zuerst die Nasenscheibe, daraufhin die Unterlegscheibe und zum Schluss die schwarze Mutter. Achtet auch beim Festziehen wieder darauf, dass das Hinterrad vollständig nach oben in seine vorgesehene Position gerutscht ist. Ist das Hinterrad an seiner vorgesehenen Position fixiert, wird als nächstes das Motorkabel angeschlossen. Beim Anschließen des Motorkabels muss wieder darauf geachtet werden, dass die Pfeile einander gegenüberliegen. Damit das Motorkabel verdeckt ist, wird es mit dem Kabelbinder und der Kabelbrücke unterhalb der Kettenstrebe fixiert. Das überstehende Ende des Kabelbinders kann mit einer Kabelzange abgeknipst werden. Nun ist euer Hinterrad wieder an Ort und Stelle. Achtet beim Festziehen der Muttern nochmal zusätzlich darauf, dass das Drehmoment von 20 bis 25 Newtonmetern eingehalten wird. Im nächsten Schritt zeige ich euch den Einbau des Vorderrades. Sollte die Vorderradachse noch montiert sein, entfernen wir diese zunächst, tragen, falls vorhanden, etwas Fett auf das Gewinde auf, achten beim Einsetzen des Vorderrades wieder darauf, dass es keine Kollision mit der Bremsscheibe gibt und führen die Bremsscheibe wieder mittig zwischen die Bremsbeläge. Auch hier kann es helfen, das Vorderrad besser zu führen, indem man von unten Druck mit dem Knie oder der Hand ausübt. Ist das Vorderrad in Position, kann die Achse wieder einfach eingesteckt und festgeschraubt werden. Das Vorderrad sollte sich nun wieder frei drehen können und nicht an Schutzblech oder Bremssattel schleifen. Achtet beim Festziehen der Vorderradachse wieder auf die Drehmomentvorgabe von 8 bis 10 Newtonmeter. Nun ist euer Bike wieder vollständig mit beiden Rädern versehen und bereit zu eurer nächsten Ausfahrt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen habt, wendet euch gerne an euren lokalen Bikeshop oder unser Serviceteam. Bis dann. Tschüss.